ganz ruhig sitzen und schlaf. Wenn ich dich gleich wecke, dann wirst du zu einer berühmten Popgröße. Du wirst zu Elvis Presley. Du wirst ein bekanntes Lied hören von Elvis Presley, und zwar dieses hier. So wie du diese Musik hörst, wirst du hier vorne auf die Vorführfläche gehen und du wirst Elvis Presley sein und wirst abrocken, wie Elvis das seinerzeit getan hat. Ich spreche jetzt mit dir. Wenn ich dich gleich wecke und du diese Musik hörst, dann wirst du Mick Jagger sein. Du wirst sofort hier vorne auf die Bühne springen. Du wirst Luftsprünge machen wie Mick Jagger. Du wirst stolzieren wie ein eitler V. Du wirst die Unterlippe vorschieben wie Mick Jagger. Du wirst einfach Mick Jagger sein. Ich spreche jetzt mit dir. Wenn ich dich gleich wecke, dann wirst du ebenfalls eine bekannte Popgröße sein, wenn du dieses Lied hörst. Du wirst nämlich Michael Jackson sein. Du wirst hier runter auf die Bühne gehen und du wirst deine heiße Jackson-Show abziehen. Du wirst das Publikum zum Rasen bringen. Das wird der geilste Auftritt deines Lebens sein. Aber erst, so wie du die Musik hörst. Bleib ganz ruhig sitzen und schlaf. Aufwachen, alle aufwachen. Hallo, guten Morgen. Ich hätte eine ganz kleine Bitte an dich. Ja? Wir haben hier einen ziemlich schmutzigen Boden. Könntest du vielleicht einfach mal, es wäre sehr nett, den Boden ein bisschen... Ja, danke, weil unsere Putzfrau hat gekündigt. Was machst du denn da? Wie bitte? Kehren. Ach, du kehrst. Ja, das ist nett. Das finde ich ganz super. Ja, dann schlafen wir noch. Bleib ganz ruhig stehen und schlaf. Tief und fest schläfst du. Tief und fest schläfst du. Wenn ich dich gleich wieder wecke, dann wird vor dir deine Frau stehen. Frau Besen. Du wirst Frau Besen mit an deinen Platz nehmen. Du wirst sie ganz lieb haben. Du wirst ihr Komplimente machen. Du wirst ganz nett und zärtlich zu ihr sein. Aber so wie einer deiner Nachbarn deine Frau nur mal von der Seite anguckt, dann wirst du sehr, sehr eifersüchtig sein. Aufwachen. Hallo. Du darfst dich setzen. Wen hast du denn da? Meine Frau. Also, dann setz dich mal mit deiner Frau. Euch geht's gut? Ja, ja. Ja? Ja. Okay. Was war das? Ist auch egal, ne? Also ich bin da gesessen und als dann die Musik eingesetzt hat, da habe ich einfach irgendwie gedacht, ich muss mich jetzt da dazu bewegen. Das war irgendwie voll komisch. Das war irgendwie wie so ein innerer Drang und dann habe ich einfach davor gehen müssen und voll abdancen so.